Wir haben eh nichts zu verlieren. Mein Lebensziel wurde zerstört. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, eben Timer geschaltet, alles klar. Und die Welt lädt zwar noch, aber Leute, was muss ich sehen? Unsere Hütte ist tatsächlich weg. Sie ist einfach weg. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, weil wir 3 Folgen an der gearbeitet haben. Und ich auch definitiv da gespeichert habe wieder. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier nur so ein bisschen Rückzugsort. Und ja, dann werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg machen und ein bisschen erkunden und vielleicht auch mal gezielt die Lager von denen suchen. Deswegen bereiten wir uns jetzt ein bisschen darauf vor. Fuck, jetzt habe ich den gegessen. Ich will ja eigentlich das hier tun. So. Her damit. Nee, nee, nicht remove. So. Gut. Warte, ach so, ich habe da drauf gedrückt. Ich habe ihn aber auch automatisch gegessen. Alles klar. Dann können wir uns einen Bogen machen. Nee, das wurde ja alles nicht gespeichert. Schade. Ich kämpfe mit der Axt. Medizin haben wir 2. Snack haben wir wenig. Können uns auch kein. Wir können mal eben. Die Plan. Ach, erst gehen wir jetzt pennen. Z. Sehen wir mal, ja. Go, go, go. So, das sieht nach morgens aus, hoffe ich mal. Und jetzt holen wir uns die Platinen vom Flugzeug, basteln uns so eine Bombe, zünden das hier an, wenn wir gehen. Tschüss. Und ja, dann erkunden wir ein wenig die Insel hier. Würde ich mal sagen. So, dass ihr hier ja kein, dass mir hier ja kein Ureinwohner reinkommt. Da bin ich doch mal gespannt, wann wir hier auf die ersten treffen von den Zigeunern. Weil wir suchen ja jetzt extra nach denen. Ich würde mal gerne in so ein dickes Lager von denen, muss ich sagen. Hier waren, genau. Können wir noch ein paar Koffer öffnen für Snacks, damit wir uns, ja, oder halt für Tennisbälle. Damit wir uns zwischendurch mal ein bisschen heilen können. Das will ich sehen. Snackies. Alkohol brauche ich auch noch für neue Molotow-Cocktails. Können wir hier öffnen. Ja, ja, noch mehr Stoff und Alkohol. Das ist gut. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg und suchen nach Lagern von Ureinwohnern, meine Freunde. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendein Heilkraut, das war es nicht. Das hat mich dann aufgeregt und dann habe ich die Pflanze kaputt gemacht. So, ja. Hier ist so eine große offene Fläche, warum ist denn hier kein Lager, hm? Aber egal, so eine diese Fläche haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Und jetzt entdecken wir die ganzen Sachen hier. Hier sind so riesige Blätterbäume. Ah, da hinten, was sind das hier für Beeren? Nee, die sehen ziemlich giftig aus. So, Alter, da liegt ein toter Ureinwohner. Hier liegen viele tote Ureinwohner, muss ich sagen. Kannst du mir bitte den Stoff geben? Ich möchte nur den Stoff, danke. Da liegt nämlich zum Beispiel wieder ein toter Ureinwohner. Den wir einfach mal hier noch ein bisschen, ne, das Leben schwer machen. Kopf nehmen wir mal mit. So. Na, Kollege. Denkst du nicht, dass du mitkommen willst? Mir ein bisschen Rüstung geben. Ich höre zumindest schon mal die Ureinwohner schreien. Da hinten liegt schon der nächste Tote. Die töten sich ja bestimmt alle immer selbst. Was finden wir hier? Oh,
Oh ja, zwei Sachen, die man gut gebrauchen kann, wenn man Ureinwohner jagen geht. Oh, hier liegt doch noch mitten. Na, sag mal. Hier liegt doch noch mittendrin so eine Platine rum. Nehmen wir natürlich mit. Hier ist dann auch direkt. Ach, guck mal, da hinten laufen welche. Okay. Da hinten, da. Da. Hinter dem Baum. Genau. Ach, da läuft auch eine. Ja, wir gehen einfach mal durch die Mitte. So. Wir haben eh nichts zu verlieren. Mein Lebensziel wurde zerstört. Oh, wir sind hier an so einem Lager. Guck. Wo denn? Ach, da. Ciao. Ja, mein Lebensziel wurde eh zerstört. Meine Hütte wurde mir genommen. Jetzt beginnt hier wieder die geile Musik, ey. Oh, zwei Seile. Davon kann man nie genug haben. Na? Was wollt ihr euch denn alle nicht betteln, Leute? Ich mache mich schon immer voll bereit hier. Oh, dir geht's nicht mehr so gut, habe ich das Gefühl. Ne, dir auch nicht. Ja, ich habe nur kurz mal hier ein paar Seile mitgelassen. Ihr könnt da jetzt wieder weiter wohnen. Habe nur mal kurz ein bisschen ausgecheckt, ein paar Seile mitgenommen. Ne, die Beeren sind giftig. Ich habe dazugelernt. Das sieht nach Heilpflanze aus, oder? Ja, sicher. Da, dann ist hier noch eine. Nehmen wir uns natürlich mit. Die können wir ja in unserem Kräutergarten neben unserer imaginären Hütte anbauen. Ja, das können wir sicherlich machen. Wandern wir mal weiter und suchen einfach das nächste Lager. Ich meine, wir wurden ja anscheinend akzeptiert. Oh, hier ist auch noch eine Heilpflanze. Wo ist überhaupt unser... Ach, da hinten, okay. Ja. Ja gut, da ist noch eine Heilpflanze. Boah, wir werden hinterher richtig... Boah, hier sind überall Heilpflanzen, ne? Wir werden hinterher die richtigen Heilpflanzensammler sein. Wir können uns quasi eine Apotheke in der Wildnis aufmachen. Boah, Leute, guckt euch an, wie viel. Boah, ja, das ist doch geil. Guckt euch an, wie viele Heilpflanzen hier wachsen. So, da sind wir jetzt auch schon an diesem kleinen See, Bucht, Küste, wie auch immer man das nennen will. Nee, nee, wir sind an der Küste. Ach, wir sind hier. Okay, ja, dann gucken wir einmal, was hier so abgeht wegen Schiff und so. Und dann gehen wir wieder rein in den Wald und suchen mal das nächste Lager von denen. Wir wollen jetzt hier ein bisschen Action. Da hinten liegt auch wieder die unsichtbare Axt. Die holen wir uns jetzt mal. Einfach um sie zu haben. Gib mal her da. Jo. Danke. Aber brauche ich jetzt echt nicht. Och Mann, jetzt finden wir wieder 10 Milliarden Tennisbälle hier. Geilo. Ach Mann, was tut man nicht alles für so ein bisschen Stoff? Menu, 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 menu. Nein, ich will doch nur. Ah, warum hat hier jeder einen Tennisball dabei? Ich verstehe die Leute nicht. Alter, ohne Spaß. Immerhin hüpfen die nicht mehr unendlich. So. Aha. Ausnahmsweise mal einer an Snickers. Guter Junge. Oh ja, hier sind die guten Boys. Hier auch noch. Ja, der hat ein bisschen Alkohol dabei. Und Stoff, die perfekte Kombination. Was? Einwohner, wo? Wo, hallo Möwe. Ich höre doch diese Gruselmusik. Wo? Was hat das zu bedeuten? Sind hier irgendwo Einwohner in der Nähe? Keine Ahnung. Boah, Leute. Hat mich gerade wegen so einem Busch erschreckt, ey.
Ja. Das war jetzt ein bisschen gewagt, aber nee, ist ja egal. Das kann mir eh keiner mehr helfen. Nachdem meine Hütte zerstört wurde, bin ich nicht mehr ich selbst. Boah, Alter, einfach zwei Koffer gleichzeitig geöffnet. Boom. Medizin. Gescheiter Junge, mal Medizin mitzunehmen. Tennisbälle sind natürlich wunderbar, da freuen wir uns immer wieder drüber. Die gibt es auch total selten in dem Spiel Tennisbälle. Und ja, man kann echt viel mit denen anfangen. So. Boxen wir mal da. Oh ja, wieder ein Tennisball, jawohl. Die. Guck mal, ich glaube, da liegt Medizin, ne? Oh, ja. Medizin ist gar nicht schlecht. Ne, das war Alkohol. Ja, Alkohol ist auch nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal weiter. Bisschen Koffer noch geöffnet haben wir jetzt. Und erkunden mal weiter hier in dieser wunderbaren Welt. Ich muss mal ab und zu jetzt hier bei Erkundungszonen auf den Timer gucken, damit ich ungefähr planen kann. Wir haben noch 8 Minuten. Damit ich hinterher wieder zurück bin. So, das heißt bis 55. Oh, hier. Oh ja, Blaubeeren. Yum, yum, yum. Hier noch so ein bisschen Heilpflanzen. Ich will mal gerne mir hier den Baum von denen angucken. Aber es scheint nichts Besonderes zu geben, oder? Nee, gibt auch nicht. Da gehen wir lieber mal woanders hin und gucken. Keine Ahnung, was es da noch so gibt. Hier will ich besser nicht runterfallen, da sterbe ich. Da hinten sind wieder unsere Container. Unser Zuhause ist da. Das wäre zu lang jetzt. Wir haben noch 8 Minuten. Was kann ich in den 8 Minuten? Wo kann ich denn da noch gut hingehen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall finden wir da jetzt hier erstmal so einen Speer. Den haben wir ja noch nicht. Ist aber ganz sinnvoll, so einen zu haben. Für Fischjagd. Gib mal her. Gut. Ups. Na, gehst du? Bald können wir uns dann auch mal die Höhlen vornehmen. Da unten erwarten uns dann viel schwierigere Gegner. Das werden wir sicherlich bald auch mal machen. Ja. Es kommt halt darauf an, wie lange The Forest auch noch geht. Bei GTA ja jetzt doch erst irgendwie im Januar rauskommen soll und ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte GTA das ja ablösen, aber jetzt ist ja keine Ahnung. Im Januar, das ist natürlich ein bisschen lang, The Forest. Bis in den Januar. Das wären noch, lasst mich nicht lügen, 4 Monate. Und 4 Monate für ein Projekt ist schon ziemlich lang. Deswegen, keine Ahnung. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, dass ich eure Sachen immer mit einbeziehe. Weil, ja, weil allgemein unser ganzer Channel auch von euch abhängt, natürlich. Wie so ziemlich jeder YouTube-Kanal. Weil ohne euch wird das natürlich nicht gehen. Und, ja, deswegen hoffe ich, dass ihr mir da Rückmeldung gebt, was ihr gerne hättet, Leute. Weil ich könnt ihr zum Beispiel FIFA 15 anbieten? Ich weiß nicht, ob euch das so gefällt. Wir machen es jetzt langsam auf dem Weg nach Hause, weil wir noch 5 Minuten haben. Ich weiß nicht, ob euch FIFA 15 so gefällt. Wenn ja, dann schreibt mir ja in die Kommentare und. Also, nee, schreibt mir FIFA 15 in die Kommentare. Und lasst eine positive Bewertung da. Das könnt ihr natürlich sowieso gerne machen.
Da wäre ich euch sehr dankbar. Und wenn ihr FIFA 15 nicht mögt, dann schreibt mir einen Ersatz für FIFA 15 in die Kommentare. Würde ich sagen, oder? Ich weiß nämlich, ich bin gerade gar nicht auf dem aktuellen Stand, was in nächster Zeit so alles an Spielen für den PC rauskommt. Wo ist denn bitte hier mein Haus? Da ist mein Haus. Aber ich will einmal hier drauf gucken. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Wo bin ich denn hier? Boah, ich bin. Ach, hier bin ich. Und was ist das? Ich hoffe, da kann man hinterher auch mal hin. So, und jetzt geht's ab nach Hause und ich muss mich hier erstmal ein paar Mal zurechtsetzen, dass, ja, das, ne, ist halt so. Da unten ist auch wieder das Lager, von dem mal gucken, ob da vielleicht Seile neu gespawnt sind. Wie viele Seile haben wir im Moment? Drei. Das heißt, wir können. Boah, den würde ich gerne mitnehmen, ey. Outdoor King. Ist nur was für die ganz. Boah, hier gibt es ja so viele davon, ey. Und es gibt hier auch den Pilotensitz irgendwo, aber den habe ich halt noch nie gefunden. Aber es ist ja jetzt auch das erste Mal, dass wir wirklich so erforschen gehen in der Welt, weil normalerweise haben wir eigentlich die ganze Zeit immer nur gebaut und. Ach so, ist nur die Musik, weil wir hier wieder im Lager sind. Normalerweise haben wir ja. Ah ja, hier sind wieder neue Seile. Neu. Die nimmt der Torben natürlich gerne mit. Ist hier auch noch eins? Nee, aber was ist das denn? Ach, noch so eine Flare. Okay. Ja, gut, das war's auch schon von dem kleineren Lager hier. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wir snacken uns so ein Soda. Und dann würde ich sagen: Go, go, go! Der hört die gruselige Musik auch schon wieder auf. Und wir sprinten zurück nach Hause. Springen über Stock und Stein. Naja, über Stein nicht. Wow, was war das denn? Wie richtige Survival-Expertin. Jetzt hat er geblockt, obwohl ich gar nicht blocken gedrückt habe. Ich wollte eigentlich schlagen. Boah. Ja, wir müssen jetzt schnell nach Hause. Weil mich freut das immer, wenn ich es tatsächlich schaffe, so eine Folge, ja, annähernd an die 20-Minuten-Marke dran zu haben. Weil, ja, ich finde das einfach dann am Ende in der Playlist so schöner, wenn man die alle ungefähr gleich lang hat und nicht eine dann auf einmal mal 27 Minuten oder so. Was natürlich passieren kann, wenn man weit weg von zu Hause ist. Ich denke, das passiert jetzt bei uns aber nicht, weil dahinter jetzt hier schon unser Zuhause sein sollte. Wenn meine Berechnungen stimmen. Ne, wir haben ja so einen Berg hier an unserem Hausi. Und der sollte jetzt eigentlich hier hinter schon sein. Richtig? Ja, richtig, oder? Ne, nicht richtig. Alter, wo bin ich denn hier? Hier war ich noch nie. Da kann ich mal aufhören, so krüppelig zu rennen, bitte. Sollte hier irgendeinen Friedhof darstellen oder so. Mit exquisiten Grabsteinen aus Stein. Aus Steinbrocken, Felsen, wie auch immer man das nennen will. So, dann sollte jetzt aber gleich unser Zuhause kommen, oder? Hause. Nach Hause telefonieren. Ja, jetzt so. Hä? Entschuldige. Hier sollte es mal echt eine Karte geben. Weil ich check gerade nicht so richtig was. I'm a little bit confused. Sind wir auf der falschen Seite oder was? Geht ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen noch einmal quer über die Insel rennen. Wonach sieht das jetzt? Keine Ahnung. Wir rennen einfach weiter. Wir rennen. Oh, hier ist wieder ein Lager. Das checken wir nochmal kurz aus. Was ist das denn? Alter, eklig. Oh, ich glaube, wir haben irgendwie so das Hauptlager gefunden, oder? Kann das?
Erstmal Seile klauen, wenn keiner hier ist. Fuck, ey, im Hauptlager habe ich ein bisschen Respekt hier. Na, komm her. Gib mir die Seile. Nö, ist schlechter Zeitpunkt. Wir müssen schnell zu unserem Zuhause, aber hier sind noch so viele Hütten, wo ich gerne noch mal einen Blick reinwerfen würde. Ja, hier ist auf jeden Fall das Hauptlager, aber komm, wir müssen jetzt nach Hause, Leute. Ohne Spaß. Das muss. Ups. Ah, guck mal. Hier waren doch Blaubeeren, oder? Ja, das sieht gut aus. So, haben wir zumindest wieder ein bisschen Hunger aufgefüllt und ein paar Seile geklaut. Und jetzt sollten wir echt langsam mal nach Hause kommen. Hier ist auch noch eine Hütte. Oh, sogar noch mit zwei Seilen. Drei Seilen. Boah, Leute, wir sind hier seilreich hinterher. So, jetzt. What the fuck? Das ist so nah an unserem Zuhause, das Hauptlager. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ihr seht schon, dass ich in der Festung gerade wahrscheinlich behindert aussehe. So wie immer. ja, hier ist unser Zuhause und wir sind ziemlich nah am Hauptlager dran. Und trotzdem ist noch keiner uns besuchen gekommen von denen. Finde ich jetzt eigentlich nicht so nett, ne? Leute, wenn ihr schon so in der Nähe wohnt, könnt ihr auch mal bei eurem Nachbar vorbeigucken. Aber es ist natürlich hier auch eine Hochsicherheitsfestung bei mir zu Hause. Das ist natürlich so die Sache. Ja, komm, jetzt geh durch. Okay, Leute, dann speichern wir schnell. So, ihr seht es jetzt, ne? Ich drücke jetzt hier auf C. Ah, nochmal richtig hinsetzen. Und sogar nochmal auf Z. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst eine positive Bewertung da. Und tschüss.